Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe HiFi-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik HiFi Studio in Karlsruhe. Und ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier auf der High-End-Messe in München, wo ich Sie jetzt zu einem kleinen Rundgang mit einigen unserer Hersteller einlade. Viel Spaß! Born in the USA, ein fantastisches Messemotto, ein unglaublich schön gestalteter Stand hier. Sieht aus wie in einer Bar im guten alten Amerika. Dementsprechend sitze ich auch auf dem richtigen Motorrad dafür. Macintosh steht für traumhafte Verstärker, inzwischen auch CD-Spieler und alle anderen Geräte. Ein Stapelchen von MC601 Monoblöcken guckt mich hier freudig an. Und das ist so, wie wir Macintosh kennen. Mit großer Freude und viel Spaß. Es gibt auch ein paar Neuheiten, nämlich die neue Mini-Anlage, wenn man sie so nennen kann. Klanglich ist sie nämlich ganz groß, die MXA70, die MXA60 ersetzt und damit hier nochmal einen kleinen Meilenstein bei Mini-Anlagen setzt. Und endlich für die Fans von Kopfhörern gibt es den Macintosh Kopfhörer und den passenden MHA100 Kopfhörerverstärker dazu. Natürlich auch mit den wunderbaren VU-Metern. Und im Anschluss haben wir dann noch ein kleines Interview für Sie vorbereitet. Ja, bei Macintosh haben wir einen tollen Gesprächspartner hier gefunden, nämlich Adib Kavari, Inhaber und Vertriebschef von Audio Components. Seit vielen, vielen Jahren der Vertrieb von Macintosh, DVLE, Martin Logan und auch vielen anderen. Hier sind wir jetzt im Raum von Macintosh. Ein toller Aufbau, aufgebaut wie in einer echten amerikanischen Lokalität der 50er Jahre mit Harley und allem drum und dran. Großer Spaß, große Mühe. Das repräsentiert hier eben die Historie von Macintosh. Herr Kavari, vielen Bitte. Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für das Gespräch. Tollen Aufbau haben Sie hier gemacht für Macintosh. Und das entspricht ja auch den Tugenden von Macintosh seit 60 Jahren auf dem Markt mit traumhaften Verstärkern, immer einer Linie, einer Optik folgend. Wie sieht die heutige Philosophie aus? Also der Macintosh bleibt wie immer seit 60 Jahren bei seiner Philosophie. Neben den hervorragenden Analoggeräten, Verstärker, Vollverstärker, die mit Autoform bestückt sind, wird auch in Zukunft sehr viel in digitale Welt investieren und werden wir Geräte sehen mit höchster Performance, das es heute auf dem Markt gibt. Wunderbar, damit fangen wir hier schon an. Sie haben hier Neuheiten ausgestellt, nämlich die MXA70 Mini-Anlage, die sicherlich den Markt in dem Bereich nochmals revolutionieren wird. Was mich besonders freut, ist der Kopfhörerverstärker, der MHA100 und der zugehörige Kopfhörer, wer den damit betreiben möchte, natürlich auch in typischer Macintosh-Optik. Fantastische Maschinen. Welches Zielpublikum sprechen Sie denn damit an? Also das ist das erste Kopfhörer-Vollverstärker mit Autoformer, typisch Macintosh, das einen sehr speziellen, typischen Sound haben wird. Und daneben ist auch ein Kopfhörer, das wir jetzt auf den Markt bringen und wird in kurzer Zeit sofort nach der Messe lieferbar sein. Wunderbar, sehr interessante Neuheiten. Worauf natürlich alle warten. Vielleicht können Sie uns dazu schon Geheimnisse verraten, was die Digitaltechnik angeht. Wird Macintosh noch einen HD-Streamer bringen? Also wir werden in der Nähe von August, Anfang von August, einen der besten Streamer auf dem Weltmarkt präsentieren. Und da freuen wir uns alle sehr. Und Macintosh hat sich sehr bedeckt, was speziell an diesem Gerät dran ist. Wunderbar. Herr Kavari, wir danken vielmals für das Gespräch und wünschen uns noch viel Freude hier auf der Messe. Ciao. Vielen Dank, Herr Gellrich. Bei Martin Logan gibt es Fantastisches zu berichten. Ein großartiger neuer Lautsprecher steht hier in der Vorführung, nämlich die Martin Logan Neo Lit. Ein fantastischer, nicht ganz kleiner Lautsprecher, der auch gerne hier 200 Kilo auf die Waage bringen wird. Ein Hybrid-Lautsprecher. Mittelhochtonbereich haben wir das Elektrostaten-Element, was hier nochmal über 30% größer ist als bei allen bisherigen Konstruktionen. Im Bassbereich arbeitet ein 12-Zoll-Treiber auf ein geschlossenes Gehäuse und hinten dran, wie man das hier auch im Detail erkennen kann, haben wir noch einen 15-Zoll-Treiber, der auf eine Bassreflex-Gehäusekammer arbeitet und damit der ganzen Konstruktion zu enormem Druck verhilft. Belastbar ist das gute Stück mit über 1000 Watt, was eigentlich gar nicht notwendig ist, denn der Lautsprecher besitzt einen Wirkungsgrad von über 90 dB. Da kann man also auch gut mit Röhrenverstärkern oder anderen audiophilen, sehr, sehr effizienten Verstärkern rangehen. Vorgeführt wird das Ganze hier auf der Messe mit Moon-Verstärkern. Sehr, sehr schöne Kombination und klanglich tolle Offenbarung und der Anfang einer zukünftigen Statement-Reihe von Martin Logan.
Ja, Devi Allee hat wie jedes Jahr einen fantastischen Messeauftritt. Es werden die Geräte vorgestellt, die hier in abgegradeter Version sichtbar sind. Aus dem Devi Allee 170 wird nämlich der 200er und aus dem Zug 40er auch die Nummer größer. Das alles ist völlig problemlos updatebar. Das heißt, bisherige Besitzer brauchen sich keine Gedanken zu machen, sondern ihre Geräte werden per Software aktualisiert. Devi Allee hat mit seiner Technologie sowieso schwer im Markt aufgeräumt und bringt jetzt eine zusätzliche Neuheit in diesen extrem leistungsfähigen Verstärkern, die ja Streamer, Phonoteile und alles beinhalten, nämlich den sogenannten SAM-Algorithmus. Damit lassen sich die Geräte absolut perfekt auf die angeschlossenen Lautsprecher anpassen. Und Näheres dazu wird Ihnen gleich noch ein neuer Gesprächspartner erklären. Ja, wir haben einen ganz besonderen Gesprächspartner hier gewinnen können, nämlich Wolfgang Lienhardt, langjähriger Mitarbeiter von Audio Components, heute verantwortlicher Marketingdirektor, vor allem auch für Devi Allee. Und jetzt wollen wir mal ein paar interessante Fragen stellen und mal gucken, was uns Herr Lienhardt dazu sagen kann. Herr Lienhardt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Ich erinnere mich noch an die Anfänge von Devi Allee. Da hieß nämlich der Werbespruch, irgendwann wird jeder ein Devi Allee haben wollen. Wie sieht es heute damit aus? Ja, wir sind dabei, vor allem Devi Allee ist dabei, das zu realisieren. Ich meine, wenn man sich die Latte sehr hoch legt und dann irgendwo darunter landet, dann ist das immer noch besser, als wenn man kleinere Ansprüche hat. Aber Devi Allee hat etwas geschafft, was Einmaliges, nämlich einen gut klingenden Verstärker in eine kleine, kompakte Form zu bringen. Und das gab es bisher eigentlich nicht. Zwei Techniken zu verbinden und deren Vorteile zu verbinden. Den Class-A-Verstärker, der wunderbar klingt, aber den klein zu halten, indem man den Class-D-Verstärker damit kombiniert, um auch die Leistung zu haben. Hervorragend, das scheint ja gut zu funktionieren, was die klanglichen Ergebnisse und eben auch das Feedback von den Kunden uns hier erzählt. Sie haben noch eine große Neuigkeit hier im Kasten, nämlich die Nachricht, dass Sie mit sogenannten SAM-Algorithmen die Verstärker perfekt an die Lautsprecher angepasst werden könnten in Zukunft. Können Sie uns das nochmal genauer erklären, bitte? Ja, Devi Allee-Verstärker arbeiten von Haus auf mit einem DSP-Prozessor und der ermöglicht es, Dinge zu realisieren wie SAM. SAM bedeutet, dass man das Impulsverhalten von Lautsprechern korrigiert, vor allem von Lautsprechern, die mehrere Wege haben und größer sind. Dazu kommen diese Lautsprecher nach Frankreich, werden dort aufwendigst gemessen und diese Korrektur kann man sich dann in sein Gerät downloaden. Deswegen auch Vote for SAM. Man kann das nicht für alle Lautsprecher sofort machen, sondern das wird nach und nach für viele, viele Lautsprecher realisiert werden und die Kunden können bestimmen, welche Lautsprecher zuerst drankommen. Das hört sich wahnsinnig spannend an und wird sicherlich zu den gewünschten Erfolgen führen. Die Verstärker bestehen ja, wie Sie selbst sagen, aus viel Prozessortechnik. Alle Einstellungen, die gemacht werden und alle Programmierungen können auf einer SD-Karte gespeichert werden. Wie schaut es mit zukünftigen Updates aus? Ja, Devi Allee hat vor 4 Jahren seine Produkte auf den Markt bekommen und bis jetzt konnten alle auf den neuesten Stand abgedatet werden. Das wird Devi Allee weiterhin so halten. Und es wird nicht nur klangliche Updates geben, sondern auch Updates, die die Bedienung der Geräte weiterhin verbessern, sinnvoller und logischer machen. Da wird in Schritten von etwa 6 Monaten immer wieder etwas Neues kommen. Und bleibt Devi Allee bei seinem Wort und wird es dem Kunden auch ermöglichen, hier immer wieder einen Schritt weiter zu gehen. Wunderbar, hört sich an, als hätten wir das perfekt designte High-End-Produkt gefunden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lienhardt, und viel Erfolg noch. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, liebe Hi-Fi-Freunde, das war's auch schon für heute auf der High-End in München. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir einen tollen High-End-Film hier vorstellen. Tschüss!